So, und damit geht's weiter mit einer sehr späten, aber sehr wichtigen Runde auf Dragon Crusade. Ich habe letztens, habe ich 8 Runs gemacht? Ich weiß gar nicht mehr genau. 7? 7 und 8 Runs, glaube ich, habe ich gemacht letztens. Und ich habe nur Stuff gedroppt, der mir gar nichts bringt. Ich habe vom Bloody, super nett von ihm, eine Vampire Wand geschenkt bekommen. Super nice. Das Ding werde ich jetzt auf alle Fälle mal schnell im Video uppen. Und ja, da müssen wir einfach mal schauen, dass wir hier halt zumindest ein bisschen was draufkriegen. Beziehungsweise vielleicht einfach Erweckungen oder so. Einfach mal so 25 Awakes. Irgendwie so eine Richtung. Keine Ahnung. Und ja, ich glaube, das wird schon mal einiges bringen. Und mit Inventar ist schon wieder so voll. Das gibt es doch gar nicht. Genau, ich will einfach so die großen Fortschritte halt eben. Oh, wow. Wow. Kann man lassen. Kann man sofort lassen. 10 End. Wisst ihr was? Das Ding machen wir anders. Es gefällt mir einfach nicht. Da geht doch locker mehr, oder? 13 ist. Ah, ich will eigentlich schon End drauf haben. 25 Decks, das ist halt klar. Gib mir doch einfach irgendwas Ordentliches. Come on, jetzt. Ja, 16 in, das ist zumindest so einigermaßen okay. Okay, so, jetzt haben wir hier. Komm, wir sockeln noch was rein, oder? Was haben wir aktuell an? Plus 7. Ich würde auf alle Fälle noch das Setting ein bisschen höher machen. 4 haben wir da. Machen wir nochmal so 30 davon. G-Protect Nummer 10. Okay. So, Upgrade einmal, zweimal. Zack, zack. Und auf plus 8. Ups, nein. Och Mann. Wie ich das hasse mit irgendwelchen. Oh, die wegen diesem Upgrading. So, was haben wir bekommen? Haben wir irgendwelches Kreuz bekommen? Wir haben gar nichts bekommen. Okay, super. Also zumindest nichts, was ich sehe. Und es fällt halt wieder alles. Das gibt's doch nicht, Mann. Ihr könnt mir echt nicht erzählen, die haben hier irgendwas an den Raids verändert. Und ich meine, es ist halt geil fürs Endgame. Aber es ist halt Abfuck pur für alles unterhalb vom Endgame einfach. Das ist das Problem, wisst ihr? Okay, gut, ich meine, Appen ist halt wieder dafür relativ günstig. Generell, Appen sockeln ist halt wirklich günstig. Von dem her, ja, ich weiß nicht, ich war. Schwer zu sagen, irgendwie. Ob es wirklich so fair oder unfair ist, keine Ahnung. So, nice. 10% HP, 10% Block. Damit kann man anfangen, arbeiten. Jetzt gehen wir noch schnell nach City of Gods. Und scrappen unsere ganzen Waffen, die wir hier haben. Lol. Steht einfach random neben mir. Okay. Ach, wir wollten noch appen. Ja. Sockeln. Okay, was haben wir aktuell? 4000 Gearscore und 9800 Attack. What the fuck, Alter? Ich sehe mich nicht mal. Ah, geil. Okay. Weapon Last Conversation. Wow. Wir haben ja noch nicht mal irgendwas drauf oder so. Krass. Und allein schon mit der Attack immer. Okay, mein Power-Ups an und so, aber trotzdem. Was muss ich denn machen hier? Lusaka Crystal Sword. Hä? Warum sind die unbound? Hä? Ah, die sind Soul Linked, okay. Okay, 10 Weapon Level, 10 Millionen Penia. Und Weapon Level 18. Gearscore steigt, ist es abnormal. Okay. Event Reward. Event Reward. Event Reward. Das Ding auch noch. Auch noch, okay. Weapon Level 50 mittlerweile erreicht, nice. Was haben wir hier? Soul Linked. Äh.
Okay, so. Was haben wir hier eigentlich für ein Stuff hier wieder? Event, ach genau, wir haben so viel Müll. Das habe ich auch noch abgekauft, also gekauft für Amperien von Bloody war auch, nee, oder? Was Bloody? Ich glaube schon. Ja, war auch super nett und so. Okay. Hab was Kleines, was gibt's? Nett, nett. Okay, so, dann ab mal noch schnell. Gibt es irgendwo ein Upgrade-Menschen? Kein Plan. So, dann gehen wir schnell dahin. 748 Gearscore, das ist natürlich schon auch heftig. So, einmal. Wo ist der Dreck jetzt wieder? Da ist das Ding, okay. Ein Sockel, super. 748, ich glaube, ich bringe keinen Gearscore, oder? Nee. Mir wurde auch mal genau erklärt, warum es keinen Gearscore bringt, das Sockeln. Ich habe es aber professionell, wie ich bin, schon wieder vergessen. So, 400 Millionen wieder. Ich würde sagen, wir gehen dann nochmal 30 Scrolls rein. Wie teuer war es jetzt eigentlich? Ja, geht eigentlich. Genau, und was ich mir auch gedacht habe, wow, okay. Wir sollten... Wait, stop. Stopp, 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 stopp. Ungenutztes Potenzial. Wir sollten auch unbedingt hier anfangen, die anderen Karten reinzusockeln, denn wegen 1% Cast haben. Das erscheint vielleicht wieder wenig, aber schau mal her, wir haben jetzt hier 8 Sockel, 8% Cast haben. Vielleicht 9% Cast haben, mal schauen. Lass es mal so und... Achso, war schon alles, okay. Genau, ich meine, A-Karten können wir uns noch nicht leisten wahrscheinlich. Wird es auch, glaube ich, ein bisschen verschwenderisch. So, 16 in 4% Cast. Und ich glaube, dass sich hier jetzt langsam die Spreu vom Weizen trennt. Das ist einfach 32 int mehr als vorher. Attack Cast, keine Ahnung. Dann gehen wir kurz Richtung hier Tramlock Master. So, okay. Können wir uns hier so buffen? Können wir nicht. Okay, wir brauchen eine Party. Ah, nee, warte mal, wir haben hier eine von einem Gilden-Member. Schwupp wir auch noch da? Wahnsinn. Okay. So, einmal. Einmal durchbuffen. 12.500. Wow. Wisst ihr was? Wir machen noch was. Na komm. Wir haben noch so viel Stuff. Okay, wir müssen schauen, wir müssen ein bisschen unseren Schaden und so alles hier hochbringen. Ah, jetzt vor aufmachen sollen und nicht jetzt. Gibt es auch noch mal Scrolls raus. Was hab ich gerade gemacht? Scheiße, das war ein... Okay, so. 1, 3, 5. Change Pet Level, ein Level. Dann haben wir hier unser Pet. Ich will es auf 1, 3, 5 kriegen. Unbedingt, weil das ist nämlich bald wieder Level up. Na komm. Kannst du aber auch irgendwie, warte mal, kann ich das nicht so nutzen oder so? Geht nicht, okay. Come on, ich brauche die 5. Sei doch nicht so nervig. Oh, come on, wirklich? 100 Millionen noch? 80, 70, 60, 50, 40, 30... 20? 10? Wie ich dieses Spiel manchmal hasse. Purer Hass. Einfach nur purer Hass. Gehen wir da kurz rein. So, jetzt werde ich noch ganz kurz mal schnell versuchen, das hier irgendwie zu erwecken. Was gibt es hier nochmal raus? Ich hab's vergessen. Oh.
Okay, so mental explodiert es gleich komplett. Alter. So viel Organisationszeug, was man hier machen kann und muss. Das bringt uns auch irgendwie aktuell nicht weiter. Der ganze Stuff. CS-Sets, really? Ja, whatever, okay, schön. Attack Speed und Hitrate. Weg damit. Weg mit dem Stuff auch. Die Lusaka Wand kann man theoretisch auch scrappen. Okay. Awake Item. Da ist der Fox. Wo sind die Scrolls? Hier und hier. Okay, kommen schon ganz gute Sachen raus bisher. Zu 19 Int. Ja, 9%, klar. Nee, ich will 19 Int haben. Wo kann man Lotto spielen? Lotto.de oder so? Holy shit. Holy shit. Das war der beste Call ever. Der mit Abstand beste Call ever. Ich weiß, es gibt die, keine Ahnung von Fly haben und sagen so, hä? What? Cheater? Es ist ein bisschen kalkuliert, natürlich, klar. Denn Life ist natürlich auch ein bisschen simpel gestrickt. Und einige, achso, ich wollte noch schauen, was der mir geschickt hat, egal. Und einige Sachen sind einfach wahrscheinlich als andere. Und deswegen, ja. So, Beginner Mode, let's go. Jetzt bin ich echt mal sehr gespannt. So, wie starten wir überhaupt? Was brauchen wir? Oh, warte mal, das haben wir, genau. $102,000, okay. 33k AOE. 12k HP. Genau, was ich letztens gemacht habe, war, ich habe einfach alle gesammelt. Und dann halt irgendwie AOE. Geht halt auch eigentlich ziemlich gut, ich finde. Oder warte mal, habe ich das so gemacht? Nee, ich weiß gar nicht mehr. Nee, habe ich nur mal ein paar AOE? Ich weiß gar nicht mehr. Fuck. Das war erst gestern, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, doch, ich hab jetzt gerade irgendwie Speedskreis an und so, deswegen habe ich es, glaube ich, dann doch gewagt. Uhuhuhu. 14 Mille. Falscher Skill. Immer noch falscher Skill. 100k Damage. Was haben wir hier aktuell alles an oder nicht an? Das ist gerade die große Frage. Season Pass. Ah, shit. Okay. Alter, was wir alles schon haben und kriegen und... Bisschen krass. Das haben wir an. Ja, das haben wir an. Upcut haben wir an. Das. Vita. Okay. Ja, gut. Und schon ein bisschen Schaden, oder? Kann das sein? Warum ist ein Pet kleiner geworden? Hä? Seit wann habe ich denn... Ah, weil ich im Dungeon bin. Stimmt. Das haben die irgendwie so gemacht, dass das Pet immer kleiner wird, wenn man im Dungeon drin ist. Genau. Ja, ich bin so happy. Ich habe 451 Int auf. Oh. Und die Cast-Time. Die Cast-Time, fast 100% Cast-Time. Also ja, es ist nicht so viel wert, man 200 ist, glaube ich, Maximum irgendwie. Oh. Die blöden Pflanzen immer und diese Pflanzen, keine Ahnung. Aber es läuft gut, es läuft gut. Es läuft ziemlich gut. Ja, schon sehr zufriedenstellend aktuell. Ich meine, so kommen wir da wirklich ziemlich gut durch und so.
die mittlerweile so viel Stuff hier haben, die wir einfach nirgendwo unterbringen. Weapon Dust können wir auch umwandeln, by the way. So, haben wir noch irgendwie ein bisschen Müll dabei? Ich glaube erstmal nicht mehr, oder? Achso, hoppla, okay. Kann ich verkaufen oder wegschmeißen? Hier ist noch ein bisschen Stuff. Noch mehr Stuff. Okay. Och Mann, Posi-Bugs. Ich hasse sie. Was haben wir? Also ich meine, wir haben jetzt halt wirklich die Erweckung, die wir bekommen haben. Keine Sorge, wir haben jetzt hier keinen Progress verloren. Die Erweckung, die wir bekommen haben, ist halt krass. Ja, ist alles echt krass. Man schaut das einfach mal an. Das ist abnormal. Wo war ich denn eigentlich? Da war ich, oder? Stimmt, die habe ich gerade gekillt. Okay. Dann direkt weiter. 33k Damage immer noch. Also 33k AOE Damage ist halt auch schon ein bisschen viel irgendwie, finde ich. Ich beschwöre mich ja nicht oder so, keine Sorge, aber schon nicht so schlecht. Ich muss sagen, ist auch sehr zufriedenstellend bisher. Ich brauche das eigentlich. Warte mal, ich überlege gerade, wir brauchen ja die Waffen nicht mehr fahren. Wir könnten halt eigentlich dann nur. Na gut, ich würde halt eigentlich einen Beginner-Mode ausnutzen. Warte mal, die Wand könnte jetzt 18%, 17% Custom haben. Fuck, müssen wir auch mal rerollen. Kostet, glaube ich, dann Dias zum Rerollen. Das ist halt schon ein bisschen teuer. Andererseits ist trotzdem machbar eigentlich. Please don't kill me. Ah, okay. Wir können halt einfach so insane Geld fahren. Ich meine, schau doch mal an. 62 Millionen. Bisher 4 Millionen gedroppt, 6 Millionen. 6 Millionen, hat wir aufgehört. Nochmal 4 Millionen, also 10 Millionen einfach durch. So ein Mini-AOE einfach. Aber ja, ich meine, wir können noch so viel Tramlock-Mobs killen. Ich glaube, wir ignorieren die einfach jetzt mal. Ja, da macht mehr Sinn. Aber nach dem ganzen Pech der letzten Tage, muss ich sagen, lief es heute schon wirklich wieder ziemlich, ziemlich gut. Wirklich richtig gut. Also so gut. Ich habe jetzt in einer Folge gefühlt schon wieder mehr erreicht als in den letzten 5 oder so. Hä? Wait, das updatet sich nicht mehr? Hä? Hab ich? Okay. 102k Damage. Ja, also das Problem ist natürlich auch, wir haben die höchste Droprate jetzt auf Level 80 und eben nicht dann auf 113 oder 120 oder so oder auf Hero. Deswegen, ich will das eigentlich schon mitnehmen. Ich meine, ich weiß, wir verlieren damit sau viel Zeit. Wahrscheinlich mehr als es wert ist. Und ich meine, glaube ich auch, hier Ding droppt noch Sachen. Aminus. In Aminus kann man noch Sachen droppen. Tja. Der Minz ist bei Louis, falls ich mir warten möchte. Okay. Halt nicht mit 80 Master wahrscheinlich. Ja, come on. Gib mir doch einfach diese scheiß Inteile. Wie schaut es mit dem Pattern aktuell aus? 84%, shit. Das Pet Level natürlich gerade auch wie verrückt. Wegen dem Level und so halt eben. Also bei den Mobs halt, glaube ich, ein Level-Range. Ja, 70er sind Mobs, die müssen, glaube ich, noch. Die müssen noch XP geben, glaube ich, fürs Pet. Das ist gut. Aber auch schlecht.
Je nachdem, wie es gerade sieht. Ja, aber das Ding ist halt, ich will jetzt eigentlich nicht extra auf, also extra im Aminusten farmen, nur um halt die Sachen zu droppen. Andererseits, gut, wir brauchen halt trotzdem noch eine Wand, eine Aminus-Wand. Also eine, ja, wie heißt's? Oh. Das war Klaus. Ich habe einfach jetzt schon ein Lightning Card 7% Peace und ein Hurricane, what the fuck. Hammond droppt ihr aber ziemlich oft, oder? Also vom Saugen meine ich jetzt. Positiv ist halt wirklich, wir können einfach jetzt schon wieder 10 Tries durchhauen. Hat schon geil. Also fürs Pad meine ich jetzt. Minimum, oder? Kann man vielleicht sogar. Nee, mehr haben wir aktuell noch nicht. 87% beim Pad? Oder haben wir gerade 3% verdient beim Pad? Boah, shit. Das ist übel. Das ist halt echt. Oh. Ich meine, ist doch krass, oder? Kadermannschaft einfach. Es ist einfach alles so extrem irgendwie. Das heißt so wie fast schon wie High-Rate irgendwie. Nicht nur, dass es kein Low-Rate ist, sondern Mid-Rate, sondern es ist eigentlich High-Rate irgendwie. Ups, sorry. 89%. Wo haben wir gerade? Ich hab's gerade vergessen. 87, 88, 89? Nee. 86? 86 waren es, oder? Das ist alles nicht mehr normal. So. Genau, also für mich jetzt erstmal der letzte Run heute. Dann höre ich auch auf. Ich muss früh ins Bett. Ich muss morgen anwesend sein. Also für ein Telefongespräch zumindest. Momentan so viel Mist mit Testament und so und oh. Es nimmt einfach kein Ende. Und das Problem ist, wenn man halt einen in der Familie hat, der halt. Ach, ich will eigentlich gar nicht damit anfangen. Es ist. Ja. Wenn man halt einen Idioten in der Familie hat, für den man dann sogar noch aufkommen müsste, wenn man selbst was erbt, nur weil man mit dem verwandt ist. Das ist eine Shitshow pur. Das ist alles eine Shitshow einfach. Ich überlege gerade, wie viel Damage wir so vorgemacht haben. Was waren das? 88k oder so? 80k? Also Schaden ist auf alle Fälle ziemlich ordentlich gestiegen. Das ist safe to say. Auch die Pena-Drops sind einfach so nice aktuell. Eigentlich will ich halt gefühlt jedes Tramlock-Mob killen, weil es einfach so geil ist. Was die da einfach ein Geld droppen, ist halt insane. 91% beim Pet. Und 92%. Jedes AOE sind da einfach ein Try mehr fürs Pet rerollen. Und das ist halt schon. Es ist halt schon wieder. Das motiviert halt irgendwie einfach mehr Mobs zu killen. Ich meine, überleg mal. Wir könnten es halt bald 1, 3, 5 haben. Bringt 16 Stats. Statt 6. Aber nochmal 10 in nochmal mehr. Einfach so. Und 39 Mille? Ah, aber nicht, will es. Ich
glaube, ich will nur ein paar Mobs killen. Ich weiß gar nicht, wie viel das man hier verdienen kann mit einem Run. 100 Millionen oder so? Ich glaube, das ist halt fast schon möglich, oder? Nee, ich glaube nicht ganz. Ich glaube, das ist 70, oder? 70 Müller? Ja, eher 70 Müller. Wobei. Jedes Mob droppt wie viel? Eine halbe Million. Haben wir die schon wie viel gekillt? 165. Ich glaube, man droppt sogar. Na komm, sammeln doch alles ein hier, Mann. Ich glaube, man droppt sogar mehr als. Oder? Naja, also ich glaube, ein Pierin. Ein Pierin, glaube ich, ist sogar drin. Oder fast drin. Oder wirklich drin. Nee, ein Pierin ist, glaube ich, drin. Also, wir haben, glaube ich, definitiv um die 200 Mobs. Plus Olocap. Ja, und die Mid-, ja gut, die Mid-Boss, glaube ich, geben nicht viel. Aber Olocap gibt auch noch so 5 bis 6 Mille oder so, etwa. Ich weiß gar nicht genau. Fand schon geil. $165 Mille, nice. Mann, sammeln doch alles ein. Ey, das Pad ist aber echt lahm. Teilweise. Ist krass. So, sammeln wir hier noch alles für uns. Genau, Scroll Faster Pad. Entweder ein bisschen mehr Inventar Space. Ja, wir brauchen auch mal irgendwie hier Inventory Bags und so. Was ist das? Panit, okay. Genau. Power-Ups sind gerade refreshed. Das ist gerade eher ein Nachteil gefühlt für uns. Weil. Aus praktischen Gründen. Wenn ich halt irgendwie AFK oder so gehen will, dann muss ich wieder auslocken extra dafür. Achso, jetzt sind Buffs abgelaufen. Deswegen haben weniger Damage. Trotzdem schnell es einfach down geht. Ist schon geil. Und die Cast-Time, ja okay, 84% aktuell. Und? Ach, Champions, die Moll, Mann, warum? Droppt mir doch irgendwie was Cooles. So, wie heißt das? Khan? All Achievements? Okay, relativ trashig irgendwie. Event-Token, ja. Was macht man noch mit den komischen Event-Token eigentlich? War es irgendwo da? Nope. What the fuck von Event-Token? Dragon-Chip? Event-Man? Hä? Nein. Oder doch? Doch, Event-Token. CS-Sets. Okay. Ja, naja. Eher so mittelmäßig. So, jetzt rerollen wir unser Pad einfach nochmal ganz kurz. Change Pad. Boah, 98% das Pad schon. Das ist brutal. Ach komm, funktioniert doch jetzt einfach. Gib mir doch jetzt einfach die 5. Haben wir eigentlich das, ja, wow. Oh, ich habe bei Pets immer so viel Pech. Gib mir doch einfach die 5. Ja, es ist doch einfach nur dumm, oder? Also ich mache das Pad auf alle Fälle dann offscreen. Weil ich nicht so lange warten werde, bis ich halt dann irgendwie wieder aufnehme. Okay, was können wir weghauen eigentlich? Ja, ist dumm, aber wir können nichts damit machen. Oder? Können wir was damit machen? Glaube nicht, oder? Nee, können wir nicht. Okay, so.
Weg damit. Okay, dann. Zuletzt, zu guter Letzt. Scheiße, ich habe nicht mehr genug Penia für den Stuff. Wow. Ja, kann ich auch weg. So, okay. Weg mit dem STR-Ding. Scroll of Custody, weg damit. Pet Name Change, weg. Weg. Punks, Steampunks hat keine Ahnung. Ah ja, genau. Die nächsten paar Tries. Attack 5, wow. Crit-Schaden. Attack Speed 5%, klar. 7 Enter, geil. Naja, okay. Naja, dann war es erstmal mit dem Let's Play.